Ja, das Thema, das mir gestellt wurde für diesen Vortrag, lautet ganz einfach: Benedikt der 16. Zeuge der Wahrheit in krisenhafter Zeit. Ich beginne mit der Frage des Pilatus, die berühmte Frage: Was ist Wahrheit? Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege, und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. So der Evangelist Johannes 18,37. In diesem Selbstbekenntnis, das Jesus vor Pontius Pilatus ablegt, kommt nicht nur zum Ausdruck, dass nur derjenige Mensch Christus erkennen kann, der selber aus der Wahrheit ist, sondern auch, dass die ganze Sendung Jesu dahin zielt, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen und dass die Wahrheit nicht nur eine abstrakte Idee meint, sondern zuerst und zuletzt eine Person ist, nämlich der von Gott in die Welt gesandte Sohn. Auf das Selbstbekenntnis Jesu antwortet Pilatus mit der lapidaren Frage: Quid sit veritas? Was ist Wahrheit? Und seit Pilatus geht diese Frage durch die Jahrhunderte der christlichen Geschichte hindurch bis auf den heutigen Tag. Ja, heute stellt sich die Frage sogar noch viel radikaler. Ist der Mensch überhaupt in der Lage und fähig, Wahrheit zu erkennen, Wahrheit zu bezeugen? Gibt es überhaupt Wahrheit? Oder sind letztlich doch nur verschiedene Meinungen und Überzeugungen zugänglich, die wir Menschen gegenseitig tolerieren müssen, um einigermaßen friedlich miteinander zusammenleben zu können? Wie bereits Pilatus in die Rolle des skeptischen Zeitgenossen geschlüpft ist, um den Wahrheitsanspruch Jesu in Frage zu stellen, so gehört heute zur Strategie des Zeitgeistes, dass der Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens sofort mit Intoleranz, mit Fanatismus, mit Indoktrination und dem Totschlagwort Fundamentalismus gleichgesetzt wird. Gehen nicht immer mehr Menschen davon aus, dass es Wahrheit gar nicht geben kann, sondern eben nur Wahrheiten im Plural? Für sie liegt auf der Hand, dass es wohl verschiedene Religionen gibt, aber doch im Prinzip alle gleich sind. Demgemäß werden alle Religionen als gleichermaßen gültig betrachtet, so dass es im Letzten gleichgültig ist, zu welcher Religion man sich bekennt. Tritt eine bestimmte Religion sogar mit dem Anspruch auf Wahrheit auf, wird dieser sofort relativiert, indem hervorgehoben wird: Bereits die Existenz von vielen Religionen stelle einen solchen Wahrheitsanspruch in Frage. Eine solche Einstellung hat gravierende Konsequenzen im Blick darauf, was der christliche Glaube unter Offenbarung versteht. Denn bei einem sogenannten pluralistischen Verständnis von Religion besteht überhaupt kein Ort mehr für die Annahme einer endgültigen Offenbarung und einer personalen Selbstmitteilung Gottes. In der Gegenwart ist deshalb die Tendenz stark geworden, teilweise auch unter Christen, auch unter Katholiken, auch in Jesus Christus nicht mehr die Offenbarung Gottes schlechthin wahrzunehmen, sondern auch in ihm nur noch eine Offenbarungsgestalt unter vielen anderen zu sehen, und zwar in der Annahme, dass sich die Wahrheit Gottes in keiner Offenbarungsgestalt ganz zeigen könne. Demzufolge pflegt man zu betonen, dass es nicht nur eine Vielfalt von Religionen geben kann, sondern auch eine Pluralität von Offenbarungen Gottes. Folglich sei auch Jesus Christus nur ein Genie im Pantheon der verschiedenen Gottheiten, und die von Christen geglaubten Wahrheit sei höchstens eine Facette einer letztlich unerreichbaren Wahrheit.
Als im Jahre 1977 der damalige Regensburger Theologieprofessor Josef Ratzinger zum Erzbischof von München und Freising ernannt worden ist, hat er ein Wort aus dem dritten Johannesbrief zu seinem Wappenspruch gewählt. Cooperatoris Veritatis, Mitarbeiter der Wahrheit. Dieses Wort wurde zum Leitwort seines ganzen bischöflichen Dienstes. Und in der Predigt bei seiner Bischofsweihe hat er umschrieben, wie er dieses Wort versteht. Ich zitiere, der Bischof handelt nicht im eigenen Namen, sondern er ist Treuhänder eines anderen, Jesu Christi und seiner Kirche. Er ist nicht ein Manager, ein Chef von eigenen Gnaden, sondern der Beauftragte des anderen, für den er einsteht. Er ist vor allem ein Gesandter, der eine Botschaft zu bringen hat, die größer ist als er. An dieser Treue wird er gemessen, sie ist sein Auftrag. Zitat Ende. Mitarbeiter der Wahrheit sein heißt, ganz im Dienst des anderen stehen, der uns nicht nur Wahrheit offenbart, sondern selber Wahrheit ist. Mit der Wahl des Leitwortes hat Josef Ratzinger ins Wort gefasst, wie er bereits seine Berufung als Theologe gesehen hat, nämlich im intellektuellen Dienst an der Wahrheit Gottes. Kein Theologe, kein Papst beginnt mit seiner Arbeit am Nullpunkt, sondern bewegt sich im Strom lebendiger Tradition der Kirche. Und aus diesem Traditionsstrom wählt er bestimmte Theologen aus, mit denen er sich intensiver beschäftigt und die dann für sein persönliches Leben prägend werden können. Bei Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Waren es insbesondere zwei Theologen, wir wissen das, die sein Denken und Wirken stark beeinflusst und auch stark geprägt haben. An erster Stelle ist es der heilige Augustinus, über den er seine Doktorarbeit geschrieben hat und bei dem ihn stets die Leidenschaft für die Wahrheit als das eigentliche Stichwort seines Lebens fasziniert hat. Neben Aurelius Augustinus ist die zweite prägende Persönlichkeit Johannes Fidanza aus Bagnareccio, bekannter unter dem Namen Bonaventura, über dessen Offenbarungsverständnis und Geschichtstheologie er seine Habilitationsschrift verfasst hat. Bei den Theologen hat Papst Benedikt XVI. Eine umfangreiche Katechese bei den wöchentlichen Generalaudienzen gewidmet, bei denen er jeweils eine markante Gestalt aus der Kirchengeschichte vorstellte und deren bleibende Bedeutung für die Gegenwart herausarbeitete. Bei der Präsentation von Bonaventura hat der Papst hervorgehoben, ich zitiere, dass das Regieren für den heiligen Bonaventura nicht einfach nur ein Tun war und ein Entscheiden, sondern vor allem Denken und Beten. Und wörtlich sagte er, es war am 10. März 2010, an der Basis finden wir immer das Gebet und das Denken. Alle seine Entscheidungen, Bonaventuras Entscheidungen, ergeben sich aus der Reflexion, aus dem durch das Gebet erleuchteten Denken. Sein inniger Kontakt mit Jesus hat stets seine Arbeit als Generalmagister begleitet und daher hat er eine Reihe wichtiger theologisch-mystischer Schriften verfasst, die die Beschaffenheit seiner Regierung zum Ausdruck bringen und die Absicht zeigen, den Orden innerlich zu führen. Das heißt, nicht allein durch Befehl und Strukturen zu regieren, sondern indem er die Seelen leitete und führte und sie auf Christus ausrichtete. Zitat Ende. Lässt man diese Worte auf sich wirken, dann spürt man sofort, dass sich hier zwei seelenverwandte Theologen gegenüberstehen und dass Benedikt mit der Charakterisierung Bonaventuras zugleich gewissermaßen ein Selbstporträt gezeichnet hat, in dem unschwer auch der spezifische Regierungsstil Papst Benedikts zu erkennen ist. Wie Bonaventura ein großer Theologe gewesen ist, aber seine wissenschaftliche Tätigkeit aufgeben musste, weil er Generalminister des noch jungen Franziskanerordens wurde,
So wurde auch Josef Ratzinger von seinem theologischen Lehrstuhl wegberufen, um zunächst auf Orts- und dann auf universalkirchlicher Ebene leitende Aufgaben zu übernehmen, bis er schließlich zum Nachfolger des heiligen Petrus gewählt worden ist. Mit der Beendigung der akademischen Tätigkeit an Universitäten haben aber beide in keiner Weise auch die Theologie aufgegeben, sondern sich weiterhin mit fundierten Beiträgen in das theologische Gespräch eingebracht, bis dahin, dass Benedikt XVI. Noch als Papst an seinem ihm so ans Herz gewachsenen Buch über Jesus weiterschreiben und auch veröffentlichen konnte. Dass seine Schriften, seine Predigen und Katechesen die Seele seiner Regierung sind, kann man ohne Zweifel auch von Papst Benedikt sagen. Sie zeigen eindeutig, wohin er mit seiner Regierung gezielt hat. Auf eine Erneuerung der Kirche durch einen Tauchgang in die unauslotbaren Tiefen des Glaubens, um von daher seinen Grundwasserspiegel zu heben, der in den vergangenen Jahren in unseren Breitengraden arg gesunken ist. Josef Ratzinger hat als Theologe nie irgendetwas verkündet. Er hat Theologie nie als akademisches Glasperlenspiel verstanden, sondern als Beitrag zu einer glaubwürdigen Verkündigung des Evangeliums, als Dienst am Nächsten, und indem der Theologe den Menschen Gott gibt, vollzieht er die elementarste Form der Nächstenliebe. Cooperatores Veritatis, Mitarbeiter der Wahrheit. Mit dem Stichwort Wahrheit ist das zentrale Anliegen des Theologen, des Verkündigers, des Bischofs, des Papstes, des kirchlichen Lehrers Josef Ratzinger benannt. Sein Lebenswerk kreist um die Vorgegebenheit und um die Erkennbarkeit der Wahrheit. Wer sich diesem elementaren Anspruch stellt, dem muss es selbst um die Glaubwürdigkeit der Wahrheit und die Vernünftigkeit des Glaubens und damit auch um die innerste Verbindung von Glaube und Vernunft gehen. Der Dialog zwischen Glaube und Vernunft, Sie haben ja es gestern gehört und vorgestern, lag dem Theologen Josef Ratzinger und Papst Benedikt in ganz besonderer Weise am Herzen. Und auch in seinem Hirtendienst als Papst, den er als vollmächtiger Dienst der Lehre an der Wahrheit des Glaubens und im Sinne Bonaventuras durch Denken und Beten verstand, hat Benedikt XVI. In erster Linie mit seinen theologisch gehaltvollen Enzykliken über die christliche Liebe Deus Caritas Est, über die christliche Hoffnung Spe Salvi und über den Glauben Lumen Fidei, die freilich erst von seinem Nachfolger Papst Franziskus veröffentlicht worden ist, und auch mit seiner Sozialenzyklika Caritas in Veritate wahrgenommen. Indem die Enzykliken den drei göttlichen Tugenden gewidmet sind, wollte Benedikt XVI. Sichtbar machen, dass Glaube, Hoffnung und Liebe das christliche Leben ausmachen. Demselben Anliegen, Kirche durch Beten und Denken zu leiten, sind auch die von ihm ausgerufenen, geprägten Jahre wie das Paulusjahr 2008-09, das Priesterjahr 2009-2010 und das Jahr des Glaubens 2012-2013 ebenso verpflichtet gewesen wie die von ihm gehaltenen großen Themenzyklen bei den Generalaudienzen über die Apostel, über die Kirchenväter und Glaubenslehrer, über den Apostel Paulus, über die großen Frauengestalten des Mittelalters, über die Kirchenväter der Neuzeit, über das Priestertum, über das Gebet und über den Glauben. Als wesentliche Weisen der Kirchenleitung in Erinnerung gerufen zu werden, verdienen auch die von Papst Benedikt präsidierten ordentlichen Vollversammlungen der Bischofssynode über die Eucharistie im Jahre 2005, über das Wort Gottes im Jahre 2008 und über die Neuevangelisierung im Jahre 2012. Und nicht zu vergessen sind schließlich die großen Reden Benedikts auf seinen apostolischen Reisen, die vor allem dem Dialog von Glaube und Vernunft gewidmet sind.
Der so verstandene päpstliche Hirtendienst schließt für Benedikt XVI. Als wichtige Dimension den Dienst an der Wahrheit des Glaubens und am Glaubensgehorsam ein, den er insbesondere bei der Inbesitznahme der Kathedrale des Bischofs von Rom in der Lateranbasilika zum Ausdruck gebracht hat. Diese Kathedrale ist für ihn das Symbol jener Lehrvollmacht, die nichts anderes sein kann als die Macht des Gehorsams und Dienstes, damit das Wort Gottes und damit die Wahrheit in der Welt aufstrahlen und den Menschen den Weg des Lebens weist. Indem die Sendung des Papstes darin besteht, die ganze Kirche zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zu verpflichten und sich selbst als der exemplarisch Gehorsame zu bewähren, muss sein Dienst Gehorsam gegenüber Christus und seiner Wahrheit garantieren, was in den Worten von Benedikt XVI. Bedeutet, ich zitiere, der Papst ist kein absoluter Herrscher, dessen Denken und Willen gesetzt sind. Im Gegenteil, sein Dienst garantiert Gehorsam gegenüber Christus und seinem Wort. Er darf nicht seine eigenen Ideen verkünden, sondern muss, entgegen allen Versuchen von Anpassung und Verwässerung, sowie jeder Form von Opportunismus, sich und die Kirche immer zum Gehorsam über die Wahrheit, dem Wort Gottes, verpflichten. Zitat Ende. Der Glaubensgehorsam bedeutet für Josef Ratzinger, dass er sich als Bischof und Papst und bereits als Theologe für den Schutz des Glaubens der Einfachen eingesetzt und die besondere Verantwortung des kirchlichen Lehramts darin gesehen hat, Anwalt des Glaubens des Volkes Gottes zu sein, genauer die Stimme des einfachen Glaubens und seiner einfachen Ureinsichten zu verkörpern. Er sagt einmal, nicht die Intellektuellen messen die Einfachen, sondern die Einfachen messen die Intellektuellen. Nicht die intellektuellen Auslegungen sind das Maß für das Taufbekenntnis, sondern das Taufbekenntnis in seiner naiven Wörtlichkeit ist das Maß der Theologie. Hinter dieser Parteinahme für den gemeinsamen Taufglauben verbirgt sich keine Geringschätzung des einfachen Gläubigen, sondern im Gegenteil eine positive Sicht des Menschen überhaupt, indem Benedikt XVI. Überzeugt ist, dass der Mensch fähig ist, die Wahrheit zu erkennen und die Wahrheit anzuerkennen. Im Anschluss an den heiligen Augustinus, dessen theologisches Denken von der Grundfrage bewegt gewesen ist, was der Mensch denn stärker als die Wahrheit ersehnt, betrachtet Josef Ratzinger den Menschen nicht nur als ein wahrheitsfähiges, sondern auch und vor allem als ein wahrheitsbedürftiges Lebewesen, dessen tiefste Sehnsucht sich auf die Erkenntnis der Wahrheit richtet, wie er in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 2012 hervorgehoben hat. Ich zitiere, der Mensch ist ein Wesen, das seinen Durst nach Unendlichkeit im Herzen trägt, einen Durst nach Wahrheit, nicht nach einer Teilwahrheit, sondern nach der Wahrheit, die den Sinn des Lebens zu erklären vermag. Zitat Ende. Und da die Frage nach dem Menschen und die Frage nach der Wahrheit identisch sind, ist Josef Ratzinger auch überzeugt, dass der Mensch nur in der Begegnung mit der Wahrheit, die Gott selber ist, den tiefsten Sinn seines eigenen Lebens auch erkennen kann. Nur in der Beziehung zu Gott, der Liebe ist und der sich in Jesus Christus offenbart hat, kann der Mensch den Sinn seiner Existenz finden und in der Hoffnung leben, trotz der Erfahrungen von Übeln, die seine persönliche Existenz und die Gesellschaft, in der er lebt, verletzen. Zitat Ende. Die Frage nach der Wahrheit drängt sich dem Theologen deshalb auch auf, weil der christliche Glaube den Anspruch erhebt, wahr zu sein. Wer sich nun diesem Anspruch stellt, dem muss es von selbst um die Glaubwürdigkeit der Wahrheit und um die Vernünftigkeit des Glaubens gehen. Von dieser entschiedenen Option für die Wahrheitsfrage ließ sich das Christentum mit seinen historischen Anfängen leiten, und zwar vor allem dadurch, dass es das philosophische Denken in den biblischen Gottesbegriff aufgenommen hat.
das eigentlich Befreiende des Christentums bereits in der Antike, hat Papst Benedikt deshalb mit Recht im Bruch mit der Gewohnheit um der Wahrheit willen gesehen. Weil es im christlichen Glauben wesensgemäß nicht um Gewohnheit, sondern um Wahrheit geht, steht die Frage nach der Wahrheit im Mittelpunkt. Zeuge der Wahrheit zu sein, bildet deshalb den roten Faden im Leben und Wirken Josef Ratzingers als Christ und Theologe, als Bischof und Papst. Und er bezeugt eine tiefe innere Kontinuität durch seine ganze Biografie hindurch, auf die einer seiner Schüler mit Recht hingewiesen hat. Ich zitiere: Zwischen seinen späteren Enzykliken als Papst und seinen früheren theologischen Auslegungen von Kerninhalten des christlichen Glaubens besteht weder im Inhalt noch in der Form ein prinzipieller Unterschied. Zitat Ende. Auf der einen Seite hat Josef Ratzinger sein theologisches Denken immer und vor allem als Mitdenken mit der ganzen Kirche und in diesem elementaren Sinn als kirchlichen Dienst an der objektiv vorgegebenen Wahrheit verstanden. Auf der anderen Seite hat er sich mit seiner Berufung in das Amt des Erzbischofs von München und Freising, des Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre und des Papstes nie, hat es bereits betont, von der Theologie verabschiedet. In seiner Überzeugung in erster Linie zum Theologen und damit zum Zeugen an der Wahrheit berufen zu sein, ist er auch als Papst dieser Verantwortung des Theologen verpflichtet geblieben und hat das innere Wesen seines Hirtendienstes darin gesehen, die Sensibilität für die Wahrheit wachzuhalten, die Vernunft immer neu einzuladen, sich auf die Suche nach dem Wahren, nach dem Guten, nach Gott zu machen und auf diesem Wege die hilfreichen Lichter wahrzunehmen, die in der Geschichte des christlichen Glaubens aufgegangen sind, und dabei Jesus Christus wahrzunehmen als Licht, das die Geschichte erhellt und den Weg in die Zukunft finden hilft. Der Suche nach dem Wahren sind der Theologe wie der Papst verpflichtet, wenn sie konsequent davon ausgehen, dass die Wahrheit, in deren Dienst sie stehen, ihnen vorgegeben ist. Darin unterscheiden sich Theologie und kirchliches Lehramt von den wissenschaftlichen Denkanstrengungen und letztlich sogar von jedem denkenden Menschen. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass bei ihm das Denken dem Sprechen und der Gedanke dem Wort vorausgehen. Beim christlichen Theologen und Verkünder geht, wenn sie sich selbst um ihre Verantwortung recht verstehen, das Wort immer ihrem Denken voraus. Dabei handelt es sich freilich gerade nicht um das Wort des Theologen und Verkünders, sondern um das Wort Gottes, das auf den Theologen und Verkünder zukommt und das er zunächst empfangen und annehmen muss, bevor er es reflektiert und weitergibt. Denn der Theologe kann das Wort Gottes nicht erfinden. Er kann es nur finden oder besser sich von ihm finden lassen. Der Theologe kann das Wort Gottes nicht erzeugen. Er kann es vielmehr nur bezeugen. Und der Theologe kann das Wort Gottes nicht herstellen. Er kann es vielmehr nur darstellen. Allein in dieser Weise dient der Theologe der Wahrheit, die der christliche Glaube für sich in Anspruch nimmt. Der Primat des Wortes bei der theologischen Verantwortung der Wahrheit des Glaubens sieht Benedikt der 16. am schönsten vorgebildet in der biblischen Gestalt des Johannes des Täufers, der im Neuen Testament als Stimme bezeichnet wird, während Christus das Wort genannt wird. Mit diesem Verhältnis von Stimme und Wort lässt sich der theologische Dienst am Wort Gottes verdeutlichen und vertiefen. Wie der sinnliche Klang, nämlich die Stimme, die das Wort von einem Menschen zu einem anderen trägt, vorübergeht, während das Wort bleibt, so hat auch beim Auftrag des Theologen die menschliche Stimme keinen anderen Sinn als denjenigen, das Wort Gottes
zu vermitteln. Dadurch kann und muss es wieder zurücktreten, damit das Wort im Mittelpunkt bleibt und Frucht bringen kann. Die Sendung des Theologen besteht deshalb darin, sündig lebendige Stimme für das Wort Gottes und damit wie Johannes der Täufer reiner Vorläufer, Diener des Wortes zu sein. Nur in solcher Selbstbescheidung kann Theologie der Wahrheit des christlichen Glaubens verpflichtet sein. Das Wort Gottes geht, daraus folgt daraus, in der Theologie dem Denken immer voraus. Theologisches Denken ist deshalb im besten Sinne des Wortes nachdenkendes und nachdenkliches Denken. Oder mit den Worten von Papst Benedikt, ich zitiere, Theologie setzt einen neuen Anfang im Denken voraus, der nicht Produkt eigener Reflexion ist, sondern aus der Begegnung mit einem Wort kommt, das uns immer vorausgeht. Zitat Ende. Erst dann stoßen wir auf jene wahre Originalität, an der sich christliche Theologie ausrichten muss und in deren Dienst das theologische Lebenswerk von Papst Benedikt entschieden steht. Und von hier aus versteht man auch die Grundentscheidungen, von denen seine ganze Theologie geleitet ist. Christliche Theologie besteht allein dadurch, dass sie jene Vorgabe annimmt, die mehr ist als das nur selbst Erdachte. Christliche Theologie ist das systematische Nachdenken des von Gott Vorgedachten und Vorgesagten. Und sie geht insofern von einer Antwort aus, die sie nicht selbst gefunden oder gar erfunden hat, sondern die viel größer ist als das eigene Denken und an der sie immer wieder Maß nehmen muss, wie dies Josef Ratzinger sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat, ich zitiere wieder, nicht unser Denken ist der Anfang, der die Maßstäbe setzt, sondern Gott, der unsere Maßstäbe übertrifft und in keine von uns zu formende Einheit eingezwängt werden kann. Gott offenbart sich selbst als die Wahrheit, aber die ist nicht abstrakt, sondern findet sich im lebendig Konkreten, letztlich in der Gestalt Jesu Christi. Zitat Ende. Aus dem Primat des Wortes Gottes vor dem eigenen Denken ergeben sich zwei Konsequenzen, die für das theologische Denken von Josef Ratzinger von grundlegender Bedeutung sind. Indem das Wort Gottes christlicher Theologie vorausgeht und sie zugleich ermöglicht, setzt sie wesensgemäß eine Autorität voraus, und zwar jene Autorität der Wahrheit, die im christlichen Glauben den Namen Offenbarung trägt. Christliche Theologie ist in ihrem wesentlichen Kern Nachdenken der Offenbarung Gottes, das seinen Inhalt eben nicht selbst findet, sondern sie aus der Offenbarung empfängt, um sie dann in ihrem inneren Zusammenhang und in ihrer inneren Sinnhaftigkeit auch zu begreifen. Christliche Theologie ist in ihrem elementaren Sinn Offenbarungstheologie und der Begriff der Offenbarung ist gleichsam das Licht, in dem alle anderen theologisch bedeutsamen Wirklichkeiten betrachtet werden und auch verstanden werden müssen. Im Denken Josef Ratzingers bezeichnet der Begriff der Offenbarung Gottes dabei in erster Linie den Akt, in dem sich Gott dem Menschen zeigt und nicht das verobjektivierte Ergebnis dieses Aktes. Er selber sagt, ich zitiere, Offenbarung ist im biblischen Bereich nicht begriffen als ein System von Sätzen, sondern als das Geschehene und im Glauben immer noch geschehende Ereignis einer neuen Relation zwischen Gott und den Menschen. Zitat Ende. Zu dem so verstandenen Begriff der Offenbarung als Ereignis einer neuen Beziehung Gottes zum Menschen gehört deshalb von selbst immer auch ein menschliches Subjekt, das dieser Offenbarung inne wird und ihre Offenbarung erkennt und anerkennt. Denn eine Offenbarung, die nicht angenommen wird, kann niemandem offenbar werden. Dort aber, wo die Offenbarung Gottes angenommen wird, lebt christlicher Glaube
als persönliche Beziehung zum lebendigen Gott. Solchen Glauben muss Theologie voraussetzen, wenn sie sich nicht selbst aufheben oder sich als reine Religionswissenschaft verstehen will. Bei Benedikt XVI. Sind daher Zuordnung, aber auch Unterscheidung von Glaube und Theologie grundlegend. Beide müssen ihre eigene Stimme haben, wobei die Stimme der Theologie von derjenigen des Glaubens abhängig ist und auf sie bezogen sein muss. Theologie ist Auslegung des Glaubens und muss Auslegung bleiben. Sie kann sich nicht selbst den Inhalt geben und schon gar nicht einen neuen Inhalt erfinden. Glaube und Theologie sind deshalb so verschieden und zugleich so aufeinander bezogen wie Inhalt und Auslegung. Da die primäre Vermittlung und Bezeugung der Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift gegeben ist, ist christliche Theologie in erster Linie Auslegung der Heiligen Schrift in der untrennbaren Einheit von Altem und Neuem Testament. Und von daher schließt sich auch eine zweite Konsequenz aus dem Primat Gottes, des Wortes Gottes vor dem eigenen Denken. Diese besteht darin, dass die erste Antwort auf die Offenbarung Gottes nicht die Theologie, sondern der Glaube ist und dass sich in der Folge die Theologie nur recht versteht, wenn sie sich im Dienst des Glaubens vollzieht. Die Wahrheit, die christliche Theologie zu erkennen sucht, ist uns nur im Glauben zugänglich. Und der Glaube ist ein uns geschenkter neuer Anfang des Denkens, den wir nicht aus uns selbst setzen oder ersetzen können. Nicht die Theologie kann folglich Maß und Kriterium des Glaubens und seiner Wahrheit sein. Vielmehr muss umgekehrt der gelebte und der reflektierte Glaube Maß und Kriterium der Theologie sein. Derjenige, der im Dienst der Wahrheit, im Dienst des Wortes Gottes steht, kann sich keineswegs nur als Wegweiser verstehen, der eben anderen den Weg weist. Er ist vielmehr berufen, diesen Weg in seinem eigenen Leben auch selbst zu gehen, um sich als wahrhaftiger Zeuge der Wahrheit des Wortes Gottes zu zeigen. Der Verkündiger kann sich deshalb nicht verhalten wie ein Telegrammbote, der fremde Worte getreulich weiterleitet, ohne dass sie ihn etwas angehen. So hat es einmal Josef Ratzinger zum Ausdruck gebracht. Er muss vielmehr das Wort des anderen in der ersten Person ganz persönlich weitergeben und sich ihm so zueignen, dass es sein eigenes Wort wird. Denn die Botschaft verlangt nicht einen Fernschreiber, sondern einen Zeugen. Das Wort Gottes und die persönliche Zeugenschaft dieses Wortes sind unlösbar miteinander verbunden, und zwar in dem präzisen Sinn, dass der persönliche Zeuge vom Wort Gottes her und für das Wort Gottes und das Wort Gottes durch ihn, den persönlich verantwortlichen Zeugen, lebt. Das Bekenntnis gibt es nur als persönlich Verantwortetes, und darum ist das Bekenntnis an die Person gebunden, so Benedikt XVI. Und hier leuchtet auch der tiefste Grund auf, dass Papst Benedikt die Dimension der Wahrheit des Glaubens als für die theologische Arbeit und den petrinischen Dienst als grundlegend betrachtet. Denn Zeugen sind Menschen, die sich im Auftrag eines anderen verstehen, die Treuhänder dieses anderen sind und dessen Wort in persönlicher Verantwortung weitergeben. In dieser Grundhaltung hat Josef Ratzinger als Theologe, Bischof, Kardinal und Papst nie seine Person in den Vordergrund gerückt, sondern sie ganz in den Dienst der Aufgabe gestellt, die ihm jeweils anvertraut worden ist. Und in dieser Glaubenshaltung ist es auch begründet, dass er das ihm anvertraute Amt in andere Hände legen konnte, wenn die Person angesichts der schwindenden Kräfte
nicht mehr in der Lage ist, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Sein Amtsverzicht bedeutet deshalb gerade nicht, wie verschiedentlich behauptet worden ist, eine Säkularisierung des Papstamtes, sondern ein zugleich mutiger und demütiger Akt, mit dem Benedikt der 16. mit letzter Konsequenz die martyrologische Dimension dieses Amtes im glaubwürdigen Zeugnis für den Primat Gottes und seines Wortes ernst genommen hat. Wer so seine Person zurücknimmt, der kann in überzeugender Weise die Botschaft, der er verpflichtet ist, in die Mitte der Aufmerksamkeit stellen. Die Botschaft, um die sich Josef Ratzinger, Papst Benedikt, in seinem ganzen Leben bemüht hat, ist ganz einfach. Ich zitiere: Das Christentum ist von seiner Mitte her Freude, Ermächtigung zum Frohsein, das Chaire, das Freue dich, mit dem es beginnt, drückt sein ganzes Wesen aus. Und weil die Freude ihren tiefsten Grund in der Gutheißung des menschlichen Lebens durch Gott findet, der innerste Kern des christlichen Glaubens ist, erblickte Benedikt die wichtigste Aufgabe der Kirche heute darin, Freude an Gott zu ermöglichen. Ich zitiere: Die Freude an Gott, die Freude an Gottes Offenbarung, an der Freundschaft mit Gott wieder zu entdecken, scheint mir eine vordringliche Aufgabe der Kirche in unserer Zeit zu sein. Gerade auch für uns gilt das Wort, das der Priester Esra dem ein wenig mutlos gewordenen Volk nach der Verbannung zurief: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Zitat Ende. Mit der Betonung, dass sich im Glauben Wahrheit und Freude zusammentun, wird keineswegs einer Ästhetisierung der Wahrheit das Wort geredet. Sie macht vielmehr auf den radikalen Ernst aufmerksam, der in der Frage nach der Wahrheit verborgen ist. Denn die Frage, was ist Wahrheit, ist eine Frage auf Leben und Tod. Dies war sie bereits schon bei Pilatus. Da ist die Frage nach der Wahrheit eine Frage auf Leben und Tod, freilich zunächst für Jesus selbst. Was ist Wahrheit? Diese Frage müsste Pilatus zwar gerade als Richter in ihrem ganzen Ernst stellen, weil seine Aufgabe darin besteht, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit über den Angeklagten herauszufinden. Pilatus stellt diese Frage aber nicht als Richter, sondern als Zyniker, der am Ende des Prozesses sehr genau weiß, dass Jesus unschuldig ist, ihn aber dennoch kreuzigen lässt, weil er um seine Karriere und seine politische Aufgabe fürchtet. Was ist Wahrheit? Diese Pilatusfrage hat Jesus ans Kreuz gebracht und Jesus steht als Märtyrer der Wahrheit vor uns, dem ganz im Unterschied zu Pilatus das Zeugnis der Wahrheit wichtiger gewesen ist als sogar das eigene Leben. Was ist Wahrheit? Diese Frage ist tiefer gesehen allerdings auch für Pilatus eine Frage auf Leben und Tod geworden. Indem Pilatus die Wahrheitsfrage stellt, nachdem Jesus ihn mit der Frage seines Lebens konfrontiert hat, wird die todernste Ironie sichtbar, mit der der Evangelist Johannes das Stehen Jesu vor Pilatus umwandelt. Vor Gericht steht derjenige, der mit der Welt ins Gericht geht, um sie zu retten. Und damit will Johannes zum Ausdruck bringen, dass der Angeklagte Jesus in Tat und Wahrheit der Richter ist, während der Prätor Pilatus auf dem Prüfstand steht. Denn Jesus gibt Pilatus die Gelegenheit, der Wahrheit seines eigenen Lebens ins Auge zu schauen, indem dieser Aug in Aug mit dem unschuldig Angeklagten steht, dem menschgewordenen Sohn Gottes. Indem Pilatus aber der Frage seines Lebens ausweicht und stattdessen die skeptische Frage, was denn Wahrheit sei, stellt, hat er die Chance seines Lebens vertan.
Der Evangelist Johannes macht damit auf den Ernst des Stehens des Pilatus vor Jesus aufmerksam, gewiss auch für uns heute. Denn auch heute, im Zeitalter des Relativismus, steht Jesus vor uns. Er schaut uns an und konfrontiert uns mit der Frage des Lebens, indem er sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wir sind dabei gefragt, ob auch wir dieser Herausforderung bloß mit der ominösen Frage des Pilatus, was ist Wahrheit, ausweichen? Oder ob wir uns ihr stellen und sie mit unserem Leben beantworten, wohl darum wissend, dass es sich dabei um die entscheidende Lebensfrage handelt. Dass nämlich im Letzten nur die Wahrheit zählt. Denn entscheidend ist, ob wir nach der Wahrheit gesucht und in der Wahrheit gelebt haben. Die Wahrheit ist vor allem deshalb ausschlaggebend, weil sie sich immer durchsetzt, selbst auf paradoxe Weise wie bei Pilatus. Nachdem er den Angeklagten Jesus verurteilt hatte, ließ er auf das Kreuz in allen drei Weltsprachen von damals die Worte schreiben, Jesus von Nazareth, König der Juden, um damit den Gekreuzigten als religiös-politischen Anführer zu denunzieren. Ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, hat er damit aber ein Bekenntnis zum messianischen Königtum Jesu Christi abgelegt. Und diese Paradoxie hat die christliche Ikonographie bleibend ins Gedächtnis der Menschen eingeschrieben. Inri, I-N-R-I, war als Minitekel einer politischen Theologie gemeint, die auf der programmatischen Leugnung der absoluten Wahrheit der Liebe gründete. Sie ist aber zum Symbol der Wahrheit des christlichen Glaubens geworden, dass Jesus Christus selbst die Wahrheit ist. Die biblische Erzählung von Jesus und Pilatus verpflichtet uns, die Wahrheitsfrage zu stellen für uns selbst und sie richtig zu stellen. Es geht letztlich nicht, wie Pilatus suggeriert, darum, was die Wahrheit ist, sondern wer die Wahrheit ist. Wie Papst Benedikt XVI. Gleich zu Beginn seiner ersten Enzyklika über die christliche Liebe hervorhebt, dass am Anfang und in der Mitte des Christseins die Begegnung mit einer Person steht und dass folglich der christliche Glaube damit steht und fällt, dass die Wahrheit eine Person ist, Jesus Christus, und dass in dieser Person uns das Antlitz des lebendigen Gottes begegnet. Auf dieses Fundament, auf dem Fundament dieser personalen Wahrheit dürfen wir als Christen leben und mit dieser Wahrheit können wir auch sterben. Im Ernstnehmen dieser Frage widersetzen wir uns der Resignation der Wahrheit gegenüber, die davon ausgeht, dass der Mensch der Wahrheit gar nicht fähig ist und dass es deshalb für den Menschen Wahrheit gar nicht geben kann. Christen verstehen sich vielmehr wie und mit Benedikt XVI. Als Mitarbeiter, als Zeugen der Wahrheit, die sich von der Kraft des Wortes Gottes und damit vom Licht der christlichen Wahrheit inspirieren und leiten lassen und auf die heute bedrohliche Diktatur des Zeitgeistes mit dem freudigen Zeugnis für die Wahrheit antworten, die für sie eine Frage auf Leben und Tod ist. Freude an der Wahrheit, Freude am Glauben, Freude an der Glaubensgemeinschaft der Kirche hat Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., mit seinem theologischen Werk, seinem passionierten Zeugnis und seinem vielfältigen kirchlichen Dienst vermittelt. Und dieser Freude erfüllt wird jeder, der sich mit seinem Werk und mit seinem Glaubenszeugnis beschäftigt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.